Elfriede Jelinek hat mir das Sprechen beigebracht. Vielleicht war ich so 19, als ich die Liebhaberinnen las, in einer Salzburger Vorortstimmung, nahe dem jelineckschen Steirischen, vielleicht zu nahe, in einer Stadt, in der das wüste Landleben jeden Moment in das Weltstädtchenhafte hereinzubrechen vermochte und in der erstaunlich viel Prekariat anzutreffen war, wenn man nur genau hinsah. Jedenfalls habe ich gewusst, wovon die Rede ist und verstanden, wie diese Rede sein muss, so und nicht anders. Meine Ausgabe von der Klavierspielerin, die ich 1990 erstand, ist schon voller Unterstreichungen, Anmerkungen, Weiterschreibungen. Ich hatte den Faden sichtbar aufgenommen, den Jelinek-Faden, der bis heute mitmischt und mitstrickt auf meinem Schreibtisch. Es ist dabei jene Punk-Energie geblieben, jene sprachliche Kraft, die mich anzieht und daran erinnert, dass Schreiben ein radikaler Akt ist, nach wie vor, nach all den moderne und postmoderne Todsagungen, die wir in den letzten 20 Jahren kontinuierlich erleben durften, bei all den Renaissancen des neuen Erzählens, die uns gewaltsam und langweilig vom deutschen Feuilleton aufs Auge gedrückt werden, Jeleniks Komik, das Groteske, dass sich jeder gewaltsamen Glattstreichung widersetzende, ruft ihr eigenen Widerstandsgespenster auf den Plan. Sicher, diese Form des Sprechens wollte ich, wie alle Autoren, die davon betroffen sind, und das sind viele, eine ganze Autoren- und mehr noch Autorinnen-Generation von Zeit zu Zeit loswerden, weil es etwas Gewaltsames hat. Es hockt da wie ein Vampir im eigenen Schreiben. Es ist klebrig, bleibt bei einem, taucht immer wieder auf in kleinen Wendungen, in Reminiszenzen, Anleihen, hat sich eingenistet. Man kann sich von diesem Schreiben nur schwer emanzipieren. Es ist eines, das den Vorgang des Plagiierens automatisch hervorzurufen scheint und danach gleich eine Distanznahme, die zu neuen Nachahmungsgesten führt, bis man irgendwo anders landet, im berühmten eigenen Ton, in der berühmten eigenen Stimme, die doch von anderen lebt, von anderen Stimmen zehrt. Doch diese eigene Stimme wird Frauen, darauf hat Elfriede Jelinek unermüdlich hingewiesen, ohnehin nicht zugeschrieben. Und so spräche sie immer für alle, anderen mit, darüber sei sie sich bewusst. Ist es nicht die Ironie ihrer Geschichte, dass mehr als eine Generation von Autorinnen sich in einem Abgrenzung- und Faszinationstaumel zu ihr befindet und befunden hat? Es ist die paradoxe Figur der Originalität im Zeitalter der ständigen Selbstneuerfindung und Selbstvermarktung, die Elfriede Jelinek an der Nase vorbei und uns vorführt.